War doch gut, dass ich dich gleich angerufen hab. Ja, der Lind hat sich auch gefreut, dass ich mitten unter dem Tag weg bin. Die Make-Maschine läuft wieder, das ist die Hauptsache. Ja, das sag ich dann am 80er, wenn ihr mich fragt. Dann muss das nicht los. Ich häng die Mittagspause nicht dran. Beamter. Das hab ich vielleicht gehört, gell? Bitte, Bruderherz. Frau Stockl, was ist denn? Wo sind Sie denn? Im Biergarten. Ich bin bei der Arbeit. Es gab halt nämlich eine Leiche. Ah, und wo? Auf dem Kirchparkplatz. Und das ist zwischen Färbergasse. Alles gut, ich weiß, wo das ist. Ist der Lind schon unterwegs? Ja, der ist schon unterwegs. Alles gut, bis dann. Servus. Wiederhören. Beim Arbeiten. Was ist der Ausweis? Sag mal her, wie heißt der denn? Dr. Robert Randl. Ja, schau, schau. Alles gut, Bernhard. Das ging ja schneller als gedacht. Fast pünktlich. Ja. Zum Glück gibt's Dinge, die sich nicht ändern. Ich glaube, Sie vermissen mich recht oben im Norden bei den Fischköpfen. Sie werden staunen, wie ähnlich die Arbeitsbedingungen da sind in mancher Hinsicht. Ja. Frau Doktor, können Sie schon was sagen? Erschlagen mit einem stumpfen Gegenstand. Die Tatwaffe fehlt leider. Wissen Sie, wer das ist? Robert Randl. Dr. Robert Randl. Ein niedergelassener Zahnarzt, der hat die Praxis in der Ludwigstraße. Können Sie was zum Todeszeitpunkt sagen, Frau Doktor? Ist noch nicht lang her, so ein, zwei Stunden zwischen 9 und 10. Genaueres dann später. Da werden die Toten gefunden. Die Sissi. Die Sissi? Ja, da. Schau mal her. Das ist die Sissi und das ist der Herr Bankhofer. Franz Josef. Grüß Gott. Ein Gassi gehen, gell? Da ist irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen. Nein, nix. Okay, danke. Spuren? Nein. Ja, eine Dankquittung über 73,66 Euro von vorgestern. War neben der Leiche gelegen. Okay. Ist gut. Untersuchen. Zeugen haben wir auch keine. Nein. Das ist irgendwie wenig. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal die Zahnarztpraxis an. Ja. Das geht nicht. Machen wir erst um 13 Uhr auf. Wo er recht hat, hat er recht. Auf geht's, weitermachen. Jawohl. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Herr Hofer? Ja? Wegen meiner Notiz. Ja? Meine Notiz? Welche meinst du jetzt? Ich hatte Ihnen einen Zettel auf den Schreibtisch gelegt, heute Morgen. Ach so? Das muss ich gerade übersehen haben. Es ging um den Abschlussbericht im Fall Schüssler. Der Staatsanwalt hat da wohl schon nachgefragt. Aha. Soweit ich weiß, soll die Verhandlung da bald eröffnet werden. Und ich muss den Bericht aber noch durchsehen. Die Laborkosten waren da ungewöhnlich hoch. Ah ja, stimmt. Wäre schön, wenn Sie mir den Bericht zukommen lassen würden. Möglichst bald. Freilich, gern. Ich schau gleich mal. Danke. Herrschaftszeiten. Wo kriege ich jetzt den damischen Abschlussbericht her? Was für ein Abschlussbericht? Den es sogar nicht gibt. Ah. So, jetzt haben wir euch benannt. Dr. Robert Randl, 40 Jahre alt, ledig, Zahnarzt, wissen wir. Aber in Gemeinschaftspraxis mit einem Herrn Dr. Berthold Balzer. Was ist mit Raubüberfall? Nein, das glaube ich nicht. Ja. Portemonnaie rammelvoll, 450 Euro, Kreditkarten, alles dabei. Wenn die heute erst um 13 Uhr aufmachen, dann war die Praxis zur Tatzeit praktisch dicht. Das ist korrekt. Aber jetzt nicht mehr. Keiner da? Hallo! Moment! Entschuldigung, bin anscheinend noch alleine. Wir haben gerade erst aufgemacht. Grüß Gott. Grüß Gott. So, Ihre Karte bitte. Hofer, Kripo Rosenheim. Das ist mein Kollege Lind. Aha. Sie sind Herr Balzer? Ja, Berthold Balzer. Wollen Sie zu mir? Sie führen doch die Praxis mit Herrn Randl. Ja, ist was mit Herrn Randl? Ja, es ist was mit Herrn Randl. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass der Herr Randl tot ist. Wie tot? Der Robert? Er wurde erschlagen. Erschlagen? Mhm. Nein, ich hab da heute. Das ist ja furchtbar. Bitte. Wissen Sie, was er heute Morgen vorhatte? Er wollte ein Geschenk besorgen. Nehmen Sie doch Platz. Danke.
Für wen wollte er ein Geschenk besorgen? Seine Freundin, Frau Langer, Steffi Langer. Obwohl er sich mit ihr verloben. Haben Sie vielleicht Ihre Adresse? Die wohnt in London. Das ist ja der nächste Weg. Arbeitet da bei der Bank. Kannten sich erst seit ein paar Wochen. Und schon verlobt? Wie muss man sich das vorstellen? Sind die immer hin und her geflogen, oder wie? Ja, meist ist er geflogen. Er war sehr verliebt. Wissen Sie, welche Art von Geschenk er besorgen wollte? Nein. Wo ist es denn genau geschehen? Die Tat. Achso, auf dem Kirchparkplatz. Auf dem Kirchparkplatz? Nein. Das ist ja schrecklich. Frau Freie, unsere Sprechstunde. Frau Freie? Frau Freie? Oh, tut mir leid, ich habe Sie gar nicht bemerkt. Ja, das sind die Herren. Hofer, Lind, Krippe, Rosenheim, grüß Gott. Verdächtigen Sie mich, dass ich hier Zahngold unterschlagen habe? Robert ist tot. Wie tot? Wie tot? Tot halt. Wurde erschlagen. Auf dem Kirchparkplatz, ne? Mhm. Das ist ja der Hammer. Wie? Was Besseres fällt Ihnen dazu nicht ein? Was wollen Sie? Dass ich hier auch so eine verheuchelte Trauermine aufsetze wie Sie? Das verbitte ich mir, ja? Woher wissen Sie eigentlich, dass Robert auf dem Kirchparkplatz erschlagen wurde? Wie? Verdächtigen Sie Herrn Balzer? Ja. Deswegen bleibe ich auch nicht länger hier. Ich kündige. Das ist unglaublich. Ich sage Ihnen, ich könnte Ihnen hier Sachen sagen. Ja, könnte? Was denn? Ich habe hier einiges zu erzählen. Ja, bitte. Natürlich könnte ich das. Na, wirst du doch... Stopp! Ich denke, es ist besser, wenn Sie beide uns jetzt aufs Kommissariat begleiten, ja? Sehr gerne. Ich bin immer für die Großartigkeit. Das ist ja... Entschuldigung. Gut, dass ihr da seid. Ihr habt was für euch. Martina, bring doch die Frau Frei bitte in unser Büro, ja? Mach ich. Bitte. Naja, und Sie warten hier dabei. Folgendes. Das Dankzettel vom Tatort, das ist vom Randl. Er hat mit der EC-Karte bezahlt und die Nummern stimmen überein. Bringt uns das weiter? Das könnte schon sein. Weil die Spuse sagt, dass die Innentasche vom Randl seine Jacke eingerissen gewesen ist. Aber jetzt kommt's. In der rechten Hosentasche vom Randl haben wir eine Quittung gefunden. Der Randl hat ein Schmuckstück gekauft. Aha. Und was für uns? Ein Diamantenkollier um 45.000 Euro. 45.000? Hallo? Wer sich eine Freundin in London leistet? Ja. Er hat's heute in der Früh gekauft, kurz vor dem Mord beim Juwelier Eigelsberger. Dann hat der Täter mit einiger Wahrscheinlichkeit den Schmuck aus der Innentasche gestohlen. Womit wir einen zweiten Ermittlungsansatz hätten. Und der heißt, schwerer Raub mit Todesfolge ohne persönliches Motiv. Ich für meinen Teil werde erstmal bei dem persönlichen Motiv bleiben, weil so wie die zwei sich angegiftet haben, ich glaube, da könnte einiges ans Licht kommen. Tja, wie Sie wollen. Hm? Herr Mohr, dann schauen Sie doch bitte mal in der Datenbank, ob Sie ähnliche Raubüberfälle in der Vergangenheit finden. Herr Lind, kannte das der Frau Stuckel sagen? Die kann das viel besser. Suchen Sie mir doch bitte schon die Akte Schüssler raus. Da fehlt nur der Abschlussbericht und die liebe Frau Ortmann muss wieder wegen die Kosten rumschaffen. Herr Hofer, ich habe zu tun. Ich recherchiere für den Herrn Lind. Raubüberfälle der letzten Monate. Hat was mit Ihrem Fall zu tun? Ja, das ist schön, aber meins passiert mehr, sonst haben wir bei der Staatsanwalt am Hals. Ja, aber im Schüssler ist ja Akte schon im Archiv. Ja, dann wird es Zeit, dass Sie sich noch vor Feierabend auf den Weg machen. Auf geht's. Das ist ja entsetzlich. Dr. Randl hat ein Schmuckstück bei Ihnen gekauft. Ja. Ein Collier, ein ganz besonderes Stück. Ganz besonders teuer. Gehobene Kategorie, ja. Für seine Verlobte, wie er mir sagte. Haben Sie vielleicht ein Foto von dem Collier? Da müsste ich hinten schauen. Dann tun Sie das doch bitte. Wie ist er? Danke. Herr Lind. Sehr gut. Zwischen Ihnen und Dr. Balzer hat es wohl nie gestimmt mit der Chemie, was? Nein. Aber er hätte sich ja sehr gerne seine Chemie bei mir prüfen wollen. Wie darf ich das verstehen? Dass er liebend gern an mir herumlaboriert hätte. Hat er Sie belästigt? Der Mann ist eine einzige Belästigung.
Sie halten wirklich rein gar nichts von ihm. Das trifft es gut. Und was haben Sie von Dr. Randl gehalten? Dr. Randl war nicht nur bei mir wesentlich beliebter als Herr Balzer, sondern auch bei den Patienten. Hier. Danke. Darf ich die behalten? Bitte. Sagen Sie, gibt es für das Collier eine Art Expertise? Ja, natürlich schon, allein für die Versicherung. Und die Steine? Das ist ein Solitär. Lupenrein, 1,3 Karat, Navettschliff, flankiert von zwei kleineren, je 0,5 Karat Brillantschliff. Genau. Ja, und die Steine haben die einen Herkunftsnachweis? Ja, ja, das versteht sich von selbst. Schön, dann hätten wir den gern auch, bitte. Sicher. Herr Lien, die Kamera. Ja, ja, Moment. Als Herr Randl das Collier gekauft hat, war da noch jemand im Laden? Nein. Oder gab es in letzter Zeit noch andere, die sich für das Collier interessiert haben? Nein. Haben Sie Angestellte? Schon länger nicht mehr. Ja, gut, dann war es das fürs Erste. Herr Lien, ach so, ja, wir bräuchten die Aufzeichnung. Wie bitte? Da, von der Kamera. Ach so, ah, nein, da muss ich Sie leider enttäuschen, meine Herren. Die ist nicht echt, die dient nur zur Abschreckung. Meine Kunden würden das sicher nicht schätzen, wenn sie beim Auswählen gefilmt würden. Schade eigentlich. Wissen Sie vielleicht noch, wann Herr Randl das Geschäft ungefähr verlassen hat? Ja, genau um 9:30 Uhr. Wieso wissen Sie denn das so genau? Weil Madame Pompadour geschlagen hat. Wer hat geschlagen? Die Uhr, Madame Pompadour. So, jetzt. Ja, danke, Herr Eigensberger. Sagen Sie, könnten Sie die Sache vielleicht mit Diskretion behandeln? Soweit es uns möglich ist. Das Geschäft ist hart genug. Ich möchte nicht, dass die Kunden den Laden mit der Vorstellung betreten, womöglich überfallen zu werden. Wenn sich das rumspricht, dann kann ich mal zumachen. Verstehe ich. Also. Wiederschauen. Was hat sie gesagt? Was glauben Sie? Dass ich ein Motiv hätte. Wegen dem Streit mit Robert. Bitte, ich würde gerne Ihre Version hören. Okay. Robert und ich hatten Streit, weil immer mehr Patienten zu ihm rübergewechselt sind, vor allem Privatpatienten. Aber da steckte natürlich nur die Frei dahinter. Sie wollen damit sagen, dass die Frau Frei dem Dr. Randl ihre Patienten hinzugeschustert hat? Die musste doch nur behaupten, dass bei mir alle Termine belegt sind und schon bin ich ein Los. Warum sollte sie das tun? Weil sie mit ihm was gehabt hat. Wahrscheinlich. Hat sie ihm nicht erzählt? Der Robert hat ihn mächtig aufs Kreuz gelegt. Sie ein paar Monate mit ihr amüsiert und sie dann eiskalt abserviert. Ich kann ihn verstehen, so eine Bankerin macht natürlich mehr her. Ja. Allerdings an der Tatsache, dass sie ein Motiv haben. Wenn alle Ihre Patienten Servus sagen, dann geht es um Ihre Existenz. Durch Dr. Randls Tod sind alle wieder bei Ihnen. Wo waren Sie heute Morgen zwischen 9 und 10? Da war ich laufen. Wo? Außerhalb. Im Hintal. Gibt's Zeugen? Ich war alleine. Andy! Haben Sie zufällig eine Stoppuhr parat? Freilich. Wieso? Super. Wir müssen mal die Gehzeit stoppen. Und zwar von hier bis zum Parkplatz vor. Verstehe, die Tatzeit wird eingegrenzt von Madame Pompadour und Monsieur Moore. Richtig. Was macht die Recherche wegen der Raubüberfälle? Ich habe gerade mit der Stuckel telefoniert, aber da läuft noch nicht viel. Aha. Aber Herr Lind, die Zeit läuft. Ja, na dann. Wohin? Parkplatz. Ja. Danke, Martina. Frau Frey. Frau Frey, hallo. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie Patienten vom Dr. Balzer zum Dr. Randl rübergeschoben haben? Ach nee. Hat das der Balzer gesagt? Mhm. Der leidet doch unter Paranoia. Der ist einfach ein verlogener Totalversager. Die Frau, die den einmal abbekommt, die kann einem jetzt schon leid tun. Haben Sie Patienten darüber geschoben oder nicht? Natürlich nicht. Tja, es wäre jetzt besser für Sie gewesen, wenn Sie das zugegeben hätten. Dann hätte nämlich der Dr. Balzer ein Motiv für den Mord. So haben nur Sie ein Motiv. Was für ein Motiv sollte ich denn bitte haben?
Rache? Weil der Dr. Randl ein Verhältnis mit Ihnen gehabt hat und Sie nun wegen seiner neuen Flamme in London abserviert hat. Sagt der Balzer. Schauen Sie, Frau Frey, dass sich eine Zahnarzthelferin ihren reichen Chef angeln will, das ist nichts Neues. Das hat schon oft gegeben. Nur geht sie diesmal leer aus und das schöne Verlobungsgeschenk, das fliegt nach England. Sowas tut weh. Der Balzer ist einfach ein missgünstiger Neidhammel, der es nicht ertragen kann, dass sein Partner 10-mal mehr hermacht. Hatten Sie ein Verhältnis mit Dr. Randl? Nein. Und ich habe ihm auch keine Patienten zugeschoben. Aber dass der Balzer am laufenden Band Patienten an den Randl verloren hat, das kann ich bezeugen. Der stand wirklich vor dem Aus. Und er hatte furchtbare Angst, bald ganz ohne Patienten dazustehen. Deshalb griff er zu so haltlosen Unterstellungen. Aber zwischen mir und dem Herrn Randl, da lief nichts. Rein gar nichts. Und das, Herr Hofer, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit. So. Wo waren Sie heute Morgen um 10? Im Bett. Allein? Nein, mit Boris. Ihrem Freund? Mein Kater. Herr Hofer. Ja? Haben Sie den Bericht? Reicht's auch morgen, klein oder früh? Gut, aber letzter Termin. Ein Saft vielleicht? Danke. Und? Wie geht's der Raubtheorie? Ja, danke der Nachfrage. Der geht's gut. Lebt und ist putzmunter. Und bei Ihnen? Ach, da seid ihr, meine Herren. Ich hab den Fall quasi gelöst. Okay. Carlo Greisinger. Verurteilt zu 5 Jahren Gefängnis wegen Raubüberfall beim Juwelier Harder. Was finden wir daran interessant? Frau Stoppel, bitte. Der ist vor 4 Wochen aus dem Gefängnis entlassen worden. Ja, genau. Und wird gleich wieder rückfällig. Ja, schauen Sie mal, wie der schaut. Dem Mann traue ich alles zu. Herr Mohr, bringen Sie den Mann doch mal her. Wo? Michi, das ist die Adresse, da ist er seit 3 Wochen gemeldet. Ja, Greisinger. Carlo. Ja. Gut gemacht, Frau Stoppel. Und was ist mit der Akte Schüssler? Welche Akte Schüssler? Frau Stoppel. Herr Hofer, die liegt selbstverständlich bei Erna auf dem Schreibtisch. Na, dann ist ja noch mal gut. Danke. Bitte. Da braut sich was zusammen. Ja, schaut ganz so aus. Du kannst doch das noch schnell in deinen Laptop tippen. Schreibst du einen Liebesbrief? Ja, an die Frau Ortmann. Hm? Nein, das ist der erste Teil von einem Abschlussbericht. Wow. Okay, mach ich noch schnell einen Stall. Dann können wir essen. Ist gut. €45.000 für ein kleines, glitzerndes Ketter. Und das nur, um eine kleine Frage feierlich zu untermalen. Willst du meine Frau werden? Und jetzt hast du natürlich auch schon Bammel, oder? Ich bammel, wieso? Wegen deiner Braut aus Hamburg? Die steht nicht auf so materielle Liebesbeweise. Okay. Verdient sie ungefähr 3-mal so viel wie ich. Das ist ja furchtbar. Also mein männliches Selbstwertgefühl steht nicht in Proportion zum Kontostand. Ah, nicht? Und die zahlt wirklich alles selber. Vielleicht sollte man einem so eine Hamburgerin umschauen. Viel Glück, mein Junge. Oh, Herr Hofer, haben Sie mich jetzt erschreckt? Jetzt übertreiben Sie aber. Was machen Sie eigentlich um die Uhrzeit im Büro? Götter schauen's. Ist was passiert? Der blöde Bericht für die Frau Ortmann. Da war ich gestern Abend endlich damit fertig und dann hat der Wind mitgenommen. Der Wind? Ja, der Wind. Vom Winde verweht.
Stellen Sie mir vielleicht keine Telefonanrufe durch, gell? Herr Hofer, um die Uhrzeit glaubt eh keiner, dass Sie erreichbar sind. Laborbericht vom 2. Juni wird derzeit von mir überprüft. Wortmann. Ja, dann. Schon da. Mei, was soll ich machen? Ich kann nicht anders. Workaholic halt. Der war gut. Ich sag's euch, mit dem Greisinger stimmt was nicht. Ist er schon im Vernehmungsraum? Das ist gar nicht daheim gewesen. Aber der wohnt in einer Villa. Vom Feinsten. Hast du da nicht in der Adresse geirrt? Nee. Na. Der muss ja Geld haben. Ja, aber der hat doch den Schmuck gar nicht so schnell zu Geld machen können. Ja, aber scheinbar ist er untergetaucht. Ja, genau. Sein Haus wird beobachtet und wenn er kommt, dann haben wir ihn. Ja. Ich glaube, Frau Ortmann sucht den Bericht. Meinen Sie? Ja, ich will nur zum Herrn Hofer und da kommt er auch schon. Grüß Gott, die Damen. Grüß Gott. Guten Morgen, Herr Hofer. Haben Sie den Abschlussbericht für die Akte Schüssler? Ja, da gibt's ein kleines Problem. Was denn? Der Laborbericht fehlt. Der wurde, ja, quasi entwendet. Wie bitte? Schauen Sie selber. Dann hab ich den Laborbericht. Schaut ganz aus. Und ohne den kann ich natürlich schlecht den Abschlussbericht fertigstellen. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich ihn abgeheftet habe. Fast sicher oder sicher? Ja, das wird schon, Frau Ortmann. Vielleicht ist er ja auf Ihrem Schreibtisch in eine falsche Ablage gerutscht. Ich schau mal nach. Entschuldigen Sie mich. Freilich. Und Frau Ortmann, viel Erfolg. Bitte schön, Frau Ortmann. Bitte schön. Ja, Frau Stockel, Sie sind mein Freund. Ja, bitte. Schauen Sie mal in die Akten vor und nach dem Fall Schüssler. Ja, und warum? Ja, vielleicht finden Sie den Laborbericht. Vielleicht hat die Frau Ortmann den ja aus Versehen falsch abgeheftet. Ja, gut, mach ich. Danke. Bitte. Ja, und wenn Sie den Laborbericht finden, dann kommen Sie zuerst zu mir damit. Nicht gleich zu Ortmann gehen, gell? Aha, damit Sie länger an Ihrem vom Winde verweht Bericht sitzen können, gell? Genau. Gut, Frau Langer, und danke für Ihren Anruf, ja? Danke, wiederhören. So, das hält mal. Aha. Übrigens hatte ich gerade die Verlobte von Randl am Telefon, die aus London. Sie hat immerhin bestätigt, dass er und Balter sich über die Patientenverteilung gestritten haben. Sonst noch was? Nein. Danke, dass Sie so aufopferungsvoll für mich tätig waren. Obwohl Sie ja ausschließlich von Raubmord ausgehen. Oder hat sich da was geändert? Nein, Carlo Greisinger ist die heiße Spur. Aber ein bisschen kollegiale Hilfe kann ja nicht schaden. Hm? Lindert den Schmerz, wenn Sie erfahren, dass Sie falsch liegen. Das haben Sie es aber schön gesagt. Das ist das Handy vom Dr. Rankel. Die KTU hat den Code von der Mailbox geknackt und jetzt haben wir einige gespeicherte Nachrichten. Erste gespeicherte Nachricht. Robert, du hast Nerven. Hier hat gerade so eine Tussi angerufen. Sie sagt, sie sei deine Verlobte. Du mieser Heuchler. Du hast mir die ganze Zeit was vorgemacht, ja? Und mich benutzt? Das wirst du bereuen. Das hat die Sprechstundenhilfe. Allerdings. Und sie hat doch was mit ihm gehabt. So. Es gab einen Überfall in der Innenstadt. Und jetzt holt's euch fest, wo? Ums Eck vom Juwelier Eidelsberger. Ja. Tja, dann kümmern Sie sich mal um Ihre Sprechstundenhilfe. Und wir immer geben Greisinger zur Fahndung raus. Fahndung ausgeben, jawohl. Und dann fahren wir zum Juwelier. Aber zuerst Fahndung ausgeben. Natürlich. Bin gleich wieder da. Moment, den Moor brauche ich. Zu spät. Frau Stockel. Zu spät. Frau Stockel. Herr Hofer, was darf sein? Seien Sie gut und bestellen wir die Frau frei hierher, ja? Gerne. Spuren hat er genommen. Herr Lind? Ja? Ich hab jetzt gerade mit dem Sanitäter telefoniert. Das Opfer lebt, ist aber in der Klinik. Vernehmungsfähig? Nein, bewusstlos und außerdem der deutschen Sprache nicht mächtig. Es handelt sich um einen gewissen Herrn Moment. Hey. Kobayashi aus Japan, Geschäftsmann. Japan. Ja. Ich hab nachgefragt, der ist gestern Abend im Hotel Rosenheimer Hof abgestellt. Gibt's irgendwelche Kontakte? Na, den kennt doch niemand. Aber jetzt raten Sie mal, was der vor dem Überfall gemacht hat. Schmuck eingekauft. Treffer? Beim Juwelier Eigelsberger.
und versenkt. Ich sag's, da versuchen wir einen Juwelendieb. Carlo Greisinger, die Fahndung läuft. Der arme Hofer will's einfach nicht wahrhaben. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Nicht zu fassen. Kommen Sie nach hinten. Kleiner Augenblick. Was hat der Herr aus Japan eigentlich gekauft? Ein wunderschönes Collier für seine Frau. Schweineteuer, oder? Preislich im oberen Segment. Könnten Sie vielleicht etwas konkreter werden? Was? Moment. 38.000 Euro. Er sprach Englisch und sagte, dass er geschäftlich hier sei, nur für ein paar Tage. Vielleicht überfällt er ja irgendwann mal mich. Haben Sie denn diesmal jemanden gesehen? Nein. Aber ich bin wirklich sehr beunruhigt. Was ist, wenn noch ein Überfall geschieht? Machen Sie sich mal keine Sorgen. Wir tun schon, was wir können. Gut, Herr Eigelsberger, dann. Ja. Okay. Wiedersehen. So, haben Sie was gefunden? Diesen hier finde ich wunderschön. Sie haben mich von vorn bis hinten angelogen. Jetzt übertreiben Sie mal nicht so. Ja, ich hatte was mit dem Randl. Und ich war stinksauer, als er mich abserviert hat. Und ich bitte Sie gleich umbringen und dann so. Das traue ich Ihnen locker zu. Sie können verdammt gut austeilen. Mit Ihnen konnte der Randl nicht so umspringen wie mit dem Balzer. Das ist ein Schmuckstück bei Schmerzensgeld. Das würden Sie auf keinen Fall verachten. Und gerade wenn ich so bin, wie Sie mich hinstellen, werde ich mir doch meine Zukunft nicht wegen so einem kleinen Rückschlag verbauen. Es gibt noch mehr Randls auf dieser Welt. Frau Stockel, ist auch vorhin bei dem Überfall. War das wieder auf einen Kunden vom Eigelsberger? Ja. Mhm. Herr Hofer. Ja. Ich habe übrigens den Laborbericht gefunden. Echt? Der war tatsächlich in einem falschen Ordner abgelegt. Und? Was jetzt? Ja, zurückhalten, bis ich grünes Licht gebe. Na, Herr Hofer, das ist gemein, das mache ich nicht. Ja, bloß bis morgen, dann habe ich den Bericht fertig. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich habe nochmal mein ganzes Büro auf den Kopf gestellt. Ich finde ihn einfach nicht. Ist das... Ach, Herr Hofer, Sie sind ein Engel. Haben Sie extra für mich gesucht? Danke, vielen Dank. Gerne, Frau Hoffmann. Dafür haben Sie was gut bei mir. Und lassen Sie sich mit dem Abschlussbericht ruhig bis morgen Zeit. Danke, Frau Hoffmann. Sie sind ein Engel. Nein. Der, den Sie überfallen haben, das war auch ein Kunde. Ja, Michi, danke, das ist auch schon bei mir angekommen. Na, hat Frau Frey gestanden? Nein, das hat's noch nicht. Deshalb habe ich mich hiermit beschäftigt. Womit? Das ist die Akte Greisinger. Ach, nee. Ach doch. Hey, der schaut vielleicht rein. Nein, vielleicht war das ja. Ja, sag mal, schwingst du jetzt vielleicht um? Möglich ist alles. Das hier, Herr Lind, ist besonders interessant. Vor 5 Jahren hat der Carlo Greisinger den Juwelier Harder überfallen. Wissen wir das schon. Weiß, dass Sie das wissen. Aber der Greisinger hat beim Prozess behauptet, dass der Juwelier mehr Schmuck als gestohlen angegeben hat, als der Greisinger in Wirklichkeit gestohlen hat. Es ist bei der Beute dann auch tatsächlich weniger Schmuck gefunden worden, als die Versicherung bezahlt hat. Er kann ja behauptet haben, dass Schmuck unterschlagen wurde, aber das glaubt ihm eh keiner. Er ist aber trotzdem bei der Geschichte geblieben. Wo ist der Punkt? Der Punkt ist, Herr Lind, dass der Angestellte beim Jubilee Harder, der damals überfallen worden ist, Eigelsberger heißt. Na. So schaut's aus. Ich war damals Angestellter im Juwelierladen Harder. Da gab's diesen Überfall. Ein professioneller Juwelendieb. Mit der Waffe in der Hand hat er mich gezwungen, den Schmuck aus allen Vitrinen in einen Sack zu räumen. Waren Sie da allein im Laden? Ja. Meine Kollegen waren zu Mittag. Haben Sie ihm den gesamten Schmuck gegeben? Ja, natürlich. Weil laut Prozessakten hat er behauptet, weniger Schmuck gestohlen zu haben, als angegeben wurde. Ich weiß. Nehmen Sie doch bitte schön Platz. Danke. Und wissen Sie noch, wie der Mann heißt? Carlo Greisinger, den Namen vergesse ich nie. Er ist vor 4 Wochen entlassen worden. Ach, ja? Wussten Sie das nicht? Nein. Stand in der Rosenheimer Zeitung. So? Sie lesen doch die Rosenheimer Zeitung.
Zumindest habe ich einige Ausgaben bei Ihnen liegen sehen. Ja, ja, aber ich schaue nicht jeden Tag rein. Was unterstellen Sie mir da? Dass Sie damals vielleicht doch ein paar Juwelen unterschlagen haben. Und jetzt rächt sich Kreisinger dafür. Indem er Ihre Kundschaft ausraubt. Ich bitte Sie, warum raubt er denn dann nicht gleich mich aus? Weil, wenn er Sie ausrauben würde, Herr Eigelsberger, Sie das Geld von der Versicherung zurückbekommen. Und wenn er meine Kundschaft ausraubt, dann hat er schon bezahlt. Wo ist denn also mein Schaden? Der Schaden besteht darin, und das haben Sie ja selbst gesagt, dass niemand mehr bei Ihnen kauft, wenn sich herumspricht, dass speziell Ihre Kundschaft ausgeraubt wird. Und sogar ermordet wird. Da kommt überhaupt keiner mehr. Dazu müsste aber ein Grund für diese Rache vorhanden sein. Womit wir wieder beim Anfang wären. Haben Sie damals Schmuck unterschlagen? Nein, habe ich nicht. Ja, Corbinian. Grüß dich, Michi. Also ich habe den Kreisinger nicht angetroffen. Haus leer, Garten leer, im Pool war auch keiner. Und die Nachbarn haben wir auch nicht gesehen. Schon seit Tagen nicht. Ende. Am Kreisinger seine Villa hat sogar einen Swimmingpool. Also das Geld muss aus dem damaligen Raubzug stammen. Anscheinend hat der Kreisinger es geschafft, dass er einen Teil der Juwelen auf die Seite geräumt hat. Das heißt, der Eigelsberger sagt die Wahrheit, dann können wir die Rache-Theorie begraben. Aber nicht, wenn Eigelsberger lügt. Dann hätte Kreisinger einen Grund, sich zu rächen. Ja, aber... Ja, ich weiß schon. Woher denn sein Vermögen stammt, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Vielleicht hat er ja im Lotto gewonnen. Ja, es wird Zeit, dass wir mit dem Kreisinger reden. Ja, erst dann müssen wir ihn finden. Das schafft der Mieche. Ja, Schatz, na ja, sicher. Ja, aber das habe ich doch gesagt. Schau. Grüß dich, Joe. Ja, Michi, servus. Schau mal, vielleicht kannst du uns helfen. Der ist zur Fahndung ausgeschrieben. Juwelenraub und vielleicht auch Mord. Gefährliche Geschichte. Aha. Und du? In Berlimo? Nein, nicht, ich bin im Dienst. Vierte. Zahlen bitte. Ja. Schau, mein Engel, wenn du willst, bin ich in 2 Minuten bei dir. Ja, das Einzige, was ich von dir brauche, ist ein klares Ja. Ein klitzekleines Ja. Da, Moment. Dann bin ich auch schon da. Stimmt so, danke. Ja, ich tue alles für dich. Nur das Entscheiden kann ich dir nicht abnehmen. Klar. Also, soll ich jetzt kommen oder nicht? Ja, natürlich habe ich dich lieb. Also, ich setze mich ins Auto und komme rüber. Ja? Gut, bis gleich. Ja, Joe? Dein Verdächtiger ist da. Was? Ja, der von dem Fahndungsfoto. Bist sicher? Ja, freilich bin ich sicher. Jetzt komm her. Halt ihm auf, ich bin gleich da. Wie denn? Moment nur bitte. Was denn? Ja, ich hätte noch einen Digestif für Sie. Wir sind des Hauses. Cognac. Sehe ich. Vielen Dank. Schaut, das ist der teuerste Cognac der Welt. Cognac Le Pin. 7.000 Euro die Flasche. Jährlich werden nur 785 Flaschen davon abgefüllt. Er stammt aus einem einzigen 100 Jahre alten Holzfass. Immer nur das interessiert? Auf Wiederwohl. Ein langes Leben und viel Geld. Exquisit. Ja, was sag ich doch. Guter Service. Ja, man tut, was man kann. Wir hätten auch noch einen guten Grappa. Das nächste Mal. Herr Kreisinger, bleiben Sie stehen! Sie sind verhaftet! Hallo, Sie sind verhaftet! Das habe ich schon verstanden. Hände auf die Kühlhabe! Geschwind! Passt, hinten einsteigen! Ja? Festnahme Kreisinger erfolgt. Super, wo war er? Im Times Square. Und wie er hinaus ist, da wieder zugriffen. Raubmord. Ist ja furchtbar. Schlimme Sache, aber was habe ich damit zu tun? Die beiden Personen, die überfallen wurden, haben ihre Ware beim Juwelier Eigelsberger gekauft.
Muss ich den kennen? Ja, den müssten Sie kennen. Von damals, Ihr Überfall, Sie erinnern sich? Ach, der Eigelsberger. Genau der Eigelsberger, der Sie angeblich damals übers Ohr gehauen hat. Das haben Sie damals behauptet. Das behaupte ich immer noch. Er hat die Juwelen, die man mir damals angehängt hat, unterschlagen. Und seinetwegen mussten Sie eine verschärfte Haftstrafe antreten. Na und? Ach so, Sie glauben, ich habe seine Kunden überfallen quasi aus Rache. Wäre doch möglich. Leute, ihr müsst ganz schön in Not sein mit eurem Täter, wenn ihr so abstruse Theorien aufstellt. Ich riskiere doch nicht mein neues, gutes Leben wegen dieser alten Kamelle. Dann sagen Sie uns doch mal, wie Sie Ihr neues, gutes Leben finanzieren. Gern. Ich habe im Gefängnis mit dem Schreiben begonnen. Krimis. Krimis? Das ist irgendwie mein Fach. Mein erster war ein guter Erfolg, der zweite wurde ein Bestseller. Bei so einer Einnahmequelle will ich kaum Leute auf der Straße ausrauben. Bodo Faust. Unter dem Pseudonym soll er schreiben. Ja? Ja, das klingt sehr nach Fantasieprodukt. Ja, aber diese Fantasieprodukte verkaufen sich ausgezeichnet. Carlo Greisinger ist wirklich Bodo Faust. Bodo Faust hat zwei erfolgreiche Krimis geschrieben. Millionär. Meine Herren, vielleicht ergibt sich ja ein neuer Ermittlungsansatz. Sie halten mich auf dem Laufenden. Ja. Das machen wir. Und was jetzt? Sind wir wieder da, wo wir waren? Sprich am Anfang. Vielleicht nicht ganz. Wir haben da noch unseren Juwelier, den Herrn Eigelsberger. Mal angenommen, also nur mal angenommen. Er liest die Rosenheimer Zeitung. Er erfährt irgendwie, dass Greisinger wieder auf freiem Fuß ist. Und er denkt sich, das könnte ich doch für meine Zwecke nutzen. Ja, nicht so direkt, das wäre vielleicht ein bisschen plump, aber der hat uns doch ständig darauf hingewiesen, dass er sein Geschäft bald zumachen könnte, wenn das mit den Überfällen so weitergeht. Und damit hat er uns ganz indirekt und dezent seine Rache-Theorie untergejubelt, genau. Ja, er raubt seine Kundschaft selber aus und präsentiert uns, den Greisinger, durch die Blume als Täter. Schon möglich. Nur blöd, dass er nicht gewusst hat, dass der Greisinger mittlerweile zu Geld gekommen ist und nicht mehr rauben muss. Künstlerbich. Ja. Ich würde sagen, wir brauchen einen Durchsuchungsbeschluss. Ja, den kriegen wir doch nie, wir haben doch nichts in der Hand. Dann machen wir es doch mit der hinreichenden Verdachtnummer. Warum soll ich den Tresor öffnen? Weil wir den gestohlenen Schmuck darin vermuten. Wie bitte? Wie kommen Sie jetzt da ab? Machen Sie einfach auf und wir sagen es Ihnen. Wo ist Ihr Durchsuchungsbefehl? Brauchen wir so etwas? Ohne Durchsuchungsbefehl fassen Sie mir hier nichts an. Dann haben Sie offensichtlich was zu verbergen. Wer so vehement unkooperativ ist wie Sie, der wird seine Gründe haben. Und das genügt uns vollkommen als hinreichender Verdacht. Es wird kein Problem sein, den Durchsuchungsbefehl zu bekommen. Also, wollen wir das Ganze nicht etwas abkürzen? Nicht? Gut. Herr Polizeiobermeister Mohr, bitte sind Sie gut und rufen den Herrn Dr. Schröder an und erläutern Ihnen den Fall. Sehr gerne. Wäre Dr. Brenninger nicht besser? Herr Lind, Sie haben vollkommen recht. Der Dr. Brenninger ist voll mehr auf Zack. Stimmt. Danke, Herr Kollege. Dr. Brenninger, bitte. Ja. Ja, Moorkrepper Rosenheim. Ich hätte gern mit dem Herrn Dr. Brenninger gesprochen, bitte. Also gut. Hat sich erledigt. Danke. Bitte. So. Wir hätten hier Bringe. Und dann hätten wir hier Korallen und hier tja, wie Sie sehen, meine Herren, keine Colliers. Im Tresor befanden sich keine Colliers. Nur Einzelsteine. Aber dabei war auch ein Solitär lupenrein und im Navettschliff, wie uns der Eigelsberg erklärt hat. Ja, und der war flankiert von zwei etwas kleineren im Brillantschliff. Und was denken Sie? Ja, wir denken, dass die Steine aus den geraubten Colliers stammen. Ja. Und bei einem der beiden können wir es vielleicht sogar beweisen, da uns der Herr Eigelsberger ein Foto davon gegeben hat. Oh, das hätte er wohl nicht machen sollen. Schaut ganz so aus. Ein Fachmann vergleicht gerade die Steine mit dem Foto. Gut. Ja? Und? Die Steine stammen eindeutig aus dem Collier, das dem Herrn Randl gestohlen worden ist. Na also.
Und dann habe ich noch was gemacht. Ich habe den Gehstock vom Eigelsberger zur KTU gegeben, weil ich mir gedacht habe, das wäre doch eine wunderbare Schlagwaffe. Gut, Remo, gut. Das ist ja fast eine Beförderung wert. Wirklich wahr? Fast. Wir haben DNA-Spuren von Herrn Randl und Herrn Kobayashi an Ihrem Stock gefunden. Und diese Fotos, die Sie meinem Kollegen gegeben haben, beweisen, dass diese Steine aus diesem Collier stammen. Das Collier, das dem Herrn Randl geraubt worden ist. Ja, das mit den Fotos war ein Fehler. Hm? Allerdings, ich glaube, es wird Zeit für ein Geständnis. Sie wissen ja schon alles. Wir wollen es trotzdem hören. Das Geschäft läuft schlecht, ich brauchte Geld. Da las ich, dass Greisinger entlassen worden ist und dachte mir, naja, dass ich das vielleicht irgendwie verbinden könnte. Hätten Sie auch fast geschafft. Ich wollte Herrn Randl nicht töten, nur niederschlagen. Naja, sonderlich beeindruckt waren Sie aber von seinem Tod nicht, sonst hätten Sie am nächsten Tag gleich wieder zuschlagen. Ich musste doch meinen Plan vollenden. Genau, Sie tun mir so leid. Machen Sie einen Planungszwang, Sie Arme. Abführen. Kommen Sie bitte mit. Schon interessant, dass so kleine Steine so viel wert sind. Wenn man bedenkt, dass es eigentlich nur Kohle ist. Es geht doch immer nur um Kohle. Schneller als gedacht? Fast pünktlich. Tja, zum Glück gibt's Dinge, die sich nicht ändern. Ich glaube, Sie vermissen mich recht oben im Norden bei den Fischkipfen. Sie würden staunen, wie ähnlich die Arbeitsbedingungen da sind in mancher Hinsicht. Ja. Frau Doktor, können Sie schon was sagen? Erschlagen mit einem stumpfen Gegenstand. Die Tatwaffe fehlt leider. Mhm. Wissen Sie, wer das ist? Robert Randl. Dr. Robert Randl. Ein niedergelassener Zahnarzt, der die Praxis in der Ludwigstraße. Können Sie was zum Todeszeitpunkt sagen, Frau Doktor? Ist noch nicht lang her, so ein, zwei Stunden zwischen 9 und 10. Genaueres dann später. Da werden die Toten gefunden. Das ist sie. Das ist sie? Ja, da. Schau mal her. Das ist die Sissi und das ist der Herr Bankhofer. Franz Josef. Grüß Gott. Ein Gassi gehen, gell? Okay. Da ist irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen. Nein, nix. Okay, danke. Bitte. Spuren? Nein. Ja, eine Dankquittung über 73,66 Euro von vorgestern. War neben der Leiche gelegen. Okay, ist gut. Untersuchen. Zeugen haben wir auch keine. Nein. Das ist irgendwie wenig. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal die Zahnarztpraxis an. Ja. Das geht nicht. Machen wir erst um 13 Uhr auf. Wo er recht hat, hat er recht. Auf geht's, weitermachen. Jawohl. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Herr Hofer? Ja? Wegen meiner Notiz. Ja? Meine Notiz? Welche meinst du jetzt? Ich hatte Ihnen einen Zettel auf den Schreibtisch gelegt, heute Morgen. Ach so? Das muss ich gerade übersehen haben. Es ging um den Abschlussbericht im Fall Schüssler. Der Staatsanwalt hat da wohl schon nachgefragt. Aha. Ja, soweit ich weiß, soll die Verhandlung da bald eröffnet werden. Und ich muss den Bericht aber noch durchsehen. Die Laborkosten waren da ungefähr. Ja. Das sage ich dann um 80er, wenn ihr mich fragt. Dann muss das nicht los. Ich hänge die Mittagspause nur dran. Beamter. Das habe ich vielleicht gehört, gell? Bitte, Bruderherz. Herr Stockel, was ist denn? Groß Hansen im Biergarten. Ich bin bei der Arbeit. Es gab halt nämlich eine Leiche. Ah, und wo? Auf dem Kirchparkplatz. Und das ist zwischen Färbergasse. Alles gut, ich weiß, wo das ist. Bist du Lynch unterwegs? Ja, der ist schon unterwegs. Alles gut, bis dann. Servus. Wiederhören. Beim Arbeiten. Was der Ausweis? Sag mal her, wie heißt du denn? Dr. Robert Randl. Ja, schau schon. Grüß Gott, Bernhard. Gewöhnlich hoch. Na ja, stimmt. Wäre schön, wenn Sie mir den Bericht zukommen lassen würden. Möglichst bald. Freilich, gern. Ich schaue gleich mal. Danke. Herrschaftszeiten.
Wo kriege ich jetzt den damischen Abschlussbericht her? Was für ein Abschlussbericht? Den es sogar nicht gibt. Ah. So, jetzt haben wir euch benannt. Dr. Robert Randl, 40 Jahre alt, ledig, Zahnarzt, wissen wir. Aber in Gemeinschaftspraxis mit einem Herrn Dr. Berthold Balzer. Was ist mit Raubüberfall? Nein, das glaube ich nicht. Ja. Portemonnaie, rammelvoll, 450 Euro, Kreditkarten, alles dabei. Wenn die heute erst um 13 Uhr aufmachen, dann war die Praxis zur Tatzeit praktisch dicht. Das ist korrekt. Aber jetzt nicht mehr. Grüß Gott. Keiner da? War doch gut, dass ich dich gleich angerufen hab. Ja, der Lind hat sich auch gefreut, dass ich mitten unter dem Tag weg bin. Die Make-Maschine läuft wieder, das ist die Hauptsache. War doch gut, dass ich dich gleich angerufen hab. Ja, der Lind hat sich auch gefreut, dass ich mitten unter dem Tag weg bin. Die Make-Maschine läuft wieder, das ist die Hauptsache. Ja, das sage ich dann um 80er, wenn ihr mich fragt. Dann muss das nicht los. Ich häng die Mittagspause noch dran. Beamter. Das habe ich vielleicht gehört, gell? Bitte, Bruderherz. Herr Stockl, was ist denn? Wo sind sie denn? Im Biergarten. Ich bin bei der Arbeit. Es gab halt nämlich eine Leiche. Ah, und wo? Auf dem Kirchparkplatz. Und das ist zwischen Färbergasse und... Alles gut, ich weiß, wo das ist. Ist der Lynch unterwegs? Ja, der ist schon unterwegs. Alles gut, bis dann. Servus. Wiederhören. Beim Arbeiten. Was ist der Ausweis? Sag mal her, wie heißt der denn? Dr. Robert Randl. Schau, schau. Alles gut benannt. Das ging ja schneller als gedacht. Fast pünktlich. Ja. Zum Glück gibt's Dinge, die sich nicht ändern. Ich glaube, Sie vermissen mich recht oben im Norden bei den Fischköpfen. Sie werden staunen, wie ähnlich die Arbeitsbedingungen da sind in mancher Hinsicht. Ja. Frau Doktor, können Sie schon was sagen? Erschlagen mit einem stumpfen Gegenstand. Die Tatwaffe fehlt leider. Mhm. Wissen Sie, wer das ist? Robert Randl. Dr. Robert Randl. Ein niedergelassener Zahnarzt, der hat die Praxis in der Ludwigstraße. Können Sie was zum Todeszeitpunkt sagen, Frau Doktor? Ist noch nicht lang her, so ein, zwei Stunden zwischen 9 und 10. Genaueres dann später. Da werden die Toten gefunden. Das ist sie. Das ist sie? Ja, da. Schau mal her. Das ist die Sissi und das ist der Herr Bankhofer. Franz Josef. Grüß Gott. Ein Gassi gehen, gell? Da ist irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, nix. Okay, danke. Bitte. Spuren? Nein. Ja, eine Dankquittung über 73,66 Euro von vorgestern. War neben der Leiche gelegen. Okay, ist gut. Untersuchen. Zeugen haben wir auch keine. Nein. Das ist irgendwie wenig. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal die Zahnarztpraxis an. Ja. Das geht nicht. Machen wir erst um 13 Uhr auf. Wo er recht hat, hat er recht. Auf geht's, weitermachen. Jawohl. Hallo. Hallo. Grüß Gott.
Herr Hofer? Ja? Wegen meiner Notiz. Ja. Meine Notiz? Welche meinst du jetzt? Ich hatte Ihnen einen Zettel auf den Schreibtisch gelegt, heute Morgen. Ach so? Das muss ich gerade übersehen haben. Es ging um den Abschlussbericht im Fall Schüssler. Der Staatsanwalt hat da wohl schon nachgefragt. Aha. Ja, soweit ich weiß, soll die Verhandlung da bald eröffnet werden. Und ich muss den Bericht aber noch durchsehen. Die Laborkosten waren da ungewöhnlich hoch. Naja, stimmt. Wäre schön, wenn Sie mir den Bericht zukommen lassen würden. Möglichst bald. Freilich, gern. Ich schaue gleich mal. Danke. Herrschaftszeiten. Wo kriege ich jetzt den damischen Abschlussbericht her? Was für ein Abschlussbericht? Den es sogar nicht gibt. Ah. So, jetzt haben wir euch benannt. Dr. Robert Randl, 40 Jahre alt, ledig, Zahnarzt, wissen wir. Aber in Gemeinschaftspraxis mit einem Herrn Dr. Berthold Balzer. Was ist mit Raubüberfall? Nein, das glaube ich nicht. Ja. Portemonnaie, rammelvoll, 450 Euro, Kreditkarten, alles dabei. Wenn die heute erst um 13 Uhr aufmachen, dann war die Praxis zur Tatzeit praktisch dicht. Das ist korrekt. Aber jetzt nicht mehr? Keiner da? Hallo! Moment!